Aber das hier wird mich interessieren. Twitch-Einnahmen und Geld-Real Talk. Ich weiß, dass ein Orange Morange, derzeit hat er, glaube ich, sogar 6.000 oder 7.000 bezahlte Abonnenten. Das ist geisteskrank. Und wenn ich mir schon angucke, hier, Alter, 3.000 Bits gespendet, heftig. Also bei dem, die Leute gönnen richtig. Sein Zimmer sieht richtig fresh aus. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, warum er einfach diese Lücken hier gelassen hat. Keine Ahnung, finde ich halt eher weniger krass. Aber das ist heftig, Mann. Im Wert Reich von. bist du dann, wenn du dir keine Sorgen mehr über Geldprobleme machen musst. Das würde ich fast zustimmen. 150 bis 200.000. Jetzt kommen wir jetzt in die Tränen, Digga. Ich will immer real sein. Vielleicht, weil ich einfach an die Zeit. Ich denke einfach an die Zeit zurück, wo ich gar nichts hatte, Digga. Bits waren diesen Monat 324.000. Das entspricht 3.000. Also, Jungs, ich habe das vor. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich bin im Gespräch mit dem lieben Marc Gebauer, aka Gag. Mehbauer? Nee, Mehbauer, egal. Ich wollte gerade dieses Wortspiel machen. Ich bin mit dem Gespräch mit Marc Gebauer. Ich habe ihn gefragt, hey, pass auf, ich habe jetzt ein bisschen Geld angespart und ich möchte. In einem Monat 300.000 Bits. Würde ich nehmen, Bruder. Würde ich nehmen. Da muss ich auch los. Also 300.000 Bits, das sind ja einfach 3.000 Euro für den Streamer. Das ist absolut insane. Das ist absolut insane. Mir, ja, ich möchte irgendwann hier Haus oder Schrägstrich Wohnung für meine Mom kaufen und die nach Madeira holen. Aber gerade zur Corona-Zeit kriegst du eh keinen Kredit, also da geht nichts bei der Bank. Aber sobald das ganze Ding vorbei ist, kann ich mal über Kredite sprechen. So, und ich rechne halt so mit Ende des Jahres oder so. Und es gibt da so ein paar Richard-Mill-Modelle, die Warte jährlich. mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Seine Monthly Top Donation, ich weiß ja nicht, wann er den Stream gemacht hat, liegt bei ihm gerade eben Im Preis bei steigen. 2000, bei 2020 Euro. Seine Monthly Top Donation. Das heißt, derjenige, der die höchste Donation im Monat rausgehauen hat. 2020 Euro. Und ich weiß nicht, ob das am Anfang des Monats war oder am Ende des Monats. 2020 Euro, Leute. JTF, grüß dich. Junge, da gibt dir einer so viel Geld, wie manche noch nicht mal verdienen im Monat. Der gibt dir einfach so viel Geld. Holy shit, Alter, das ist insane. Und hab dann mit dem Marc geschrieben, was Reggie, für eine moin. gute Investition, ne? Ich hätte gerne eine Uhr, die ich kaufe. Dann würde ich die in dem Bankschließfach sicher verschließen, weil sowas hast du ja nicht zu Hause, das ist ja lebensmüde. Und dann halt nach einem Jahr oder so wieder verkaufen, sobald ich halt bereit bin, ey, die Wohnung zu holen oder das Haus oder ich einen Kredit hole. Und hat er mir ein paar Modelle gesagt und er meinte, hier, da ist es ein Wertstab, also da hast du ein gutes Modell mit, kriegst du easy wieder verkauft. Und so wie es aussieht, werde ich mir wahrscheinlich zum 10.06. eine Richard Mille RM1103 holen. Gebraucht natürlich im Wert von 150 bis 200.000. Dem wurden halt noch gerade eben einfach 3.000 Bits gespendet. Und er bekommt hier wieder 300 Bits. Leute, ey, wie krass läuft bei ihm eigentlich? Also ich habe seine Streams gucke ich mir eigentlich nicht an, weil ich finde ihn jetzt nicht so überkrass sympathisch. Aber, Alter, wie viele Leute der einfach hat, die krass viel spenden. Er ist echt gestört. Alter, das ist echt mega gestört. Also ich verdiene nicht schlecht, aber das ist übertrieben. Das ist wirklich, ey, das ist fucking insane. Das ist raus, Black Reggie, wahrscheinlich. moin. Also das ist eine Menge Geld, muss ich erst mal überlegen, ob ich das. Also es hat sowieso, das Geld ist ja nicht weg, ist ja investiert. Ich werde sie dann einmal im Stream zeigen. Ich werde sie einmal im Stream zeigen und danach kommt die in die Bank, sicher verschlossen und gut ist. Ich werde so ein Kamerateam besorgen, die mich dann so, ne, so begleiten und mich filmen und so. Und dann wird so ein richtig geiles Video draus geschnitten und so. Ich denke, wird eine coole Nummer, Alter. Wie gesagt, ist ja investiert. Also verkaufe den auch wieder, sobald ich halt dann, ne, das Haus holen kann. Wie gesagt, ich will nochmal ganz Real Talk-mäßig sagen, ich will damit absolut nicht flexen. Real Talk. Ich will einfach nur mein Geld in irgendwas anlegen und ohne euch. Ich verstehe es nicht, warum man sein Geld in Uhren anlegt. Check ich Real Talk nicht. Ich verstehe nicht, warum man das in Uhren anlegt. Man kann es doch in so vieles anlegen. Ja, wie es schon Xertes geschrieben hat, in Immobilien zum Beispiel. Ne? Also da kann man es doch anlegen, aber wer macht denn das in Uhren? So check ich einfach nicht. Oder irgendwie Aktien oder sonst irgendwas, wo du noch was rausholen kannst. Aber bei einer Uhr, das ist da übel unsicher, ob das dann auch wirklich später eine krasse Wertsteigerung ist. Wäre das sowieso nicht möglich. Deswegen nochmal wirklich von ganzem Herzen danke. Also so wie es aussieht, wenn das so alles so weiterläuft, Jungs, dann denke ich Weihnachten vielleicht, wenn das mit der Bank dann Jetzt funktioniert, sagst in du, dem danke für Kredit den und so und Follow. Corona vorbei ist, könnte es sein, dass ich wirklich meiner Mom zu Weihnachten einfach so bam, Wohneschlüssel gebe und sage, yo, Wohnung in Madeira oder Haus, je nachdem, steht und ist da. Muss aber sagen, ich bin gerade ehrlich. Ich hätte dessen Autos angelegt. Alter, das wäre übrigens das Dümmste, was man, glaube ich, machen kann.
sein Geld in Autos anlegen, weil danach ist ein übelster Wertverlust am Start. Oh Mann. Nee, Uhren gehen insane ab, was Wert betrifft. Ist das so? Ist das so krass? Ja, dann wird es ja theoretisch jeder machen. Warum machen das dann so wenig? Das check ich halt nicht ganz. Ehrlich, Digga, ich ärgere mich schon, dass ich so aus Versehen gesehen habe. Ich hab's halt nur... Junge, was ist denn das? 100 Euro bekommt er einfach. Alter, ey, wie krank läuft sein Stream? Der bekommt ihr gerade eben innerhalb von ein paar Minuten, bekommt er hier 100 Euro. Junge, wie geisteskrank. Nur gesagt, weil ich mir dachte so, ey, ich hab nur gesagt, weil der Chat dazu geguckt hat und ich wollte dann halt noch mehr provozieren, weißt du? Die haben also provoziert mit so ein paar Sachen und dachte ich, ja, Digga, wenn ich das jetzt sage, ne, dann werden die auch kotzen, Alter, weißt du? Ich wollte nur, dass die richtig kotzen vor Neid. Ich habe eine Frage, ihr könnt die wirklich ehrlich beantworten, ich nehme das niemandem übel. Und zwar habe ich folgende Frage, guck mal Jungs, ihr bekommt ja selber mit, dass viele Leute, die uns nicht kennen, einfach sagen so, boah, damals Orange Morange, als der klein war und jetzt so ist, hat sich voll verändert. Aber im Endeffekt, die Leute, die mich lange hier kennen, die wissen, ich bin immer noch 1:1 wie früher, Digga. Ich habe auch damals, Fake-Uhren gekauft, weil ich halt die einfach tragen wollte und ich konnte mir halt die echten nicht leisten, weißt du, wie ich meine? Ich habe einfach eine Frage, Jungs, soll ich weiterhin öffentlich, ehrlich mit meinen Einnahmen umgehen und euch einfach sagen, was ich in meinem Leben tue und was ich nicht tue. Digga, es gibt Streamer, die tun so, die verdienen im Monat 50, 100.000 Euro und tun so, als hätten sie nichts, einfach damit die Community halt einfach nicht, oder, ich habe euch ja schon mal gesagt, und es gibt Leute, die sagen, ey, pass auf, dass man meine Uhr nicht sieht in der Story oder pass auf, wir sind schick essen gegangen, hey, mach kein Foto und markier mich nicht, damit meine Community nicht denkt, ich hau das Geld von denen so weg und so. So, ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich will immer real zu euch sein. Ich habe euch immer gesagt, ich gehe ins Oceans, ich mach das. Digga, ne, ihr begleitet mich durch mein ganzes Leben, so, weißt du, ich meine. Und jetzt reden wir hier über eine Uhr, die, also wenn das wirklich so passiert, vielleicht wird es auch noch was ganz anderes werden, vielleicht investiere ich was ganz anderes. Aber jetzt rede ich hier mit euch über eine Uhr, die wahrscheinlich über 100.000 Euro kosten wird, wo ich im Leben nicht dran gedacht hätte, dass ich, wenn ich sterbe, also ich habe, ihr wisst ja, wie meine Leben... Muscle Face, Dankeschön für den Follow. Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, so einfach 100.000 Euro. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, wie viel Geld der einfach im Monat verdient. Also gerade wenn er jetzt... Ist. Ihr wisst ganz genau, Digga, dass ich nicht mal gedacht habe, dass ich überhaupt in meinem ganzen Leben 100.000 Euro verdienen werde. Also bis 60 nicht, bis ich sterbe nicht, weil ich so am Boden war mäßig. Und jetzt rede ich darüber, dass ich in eine Uhr investieren will. Das ist ja geisteskrank. Und das beschämt mich so ein bisschen. Also ich bin ehrlich, so ein bisschen... Also ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Weil einerseits denke ich mir immer so, ich will immer real sein. Jetzt kommen jetzt in die Tränen, Digga. Ich will immer real sein, aber... Bei sowas, dass ich so viel Geld angespart habe, irgendwie schäme ich da mich auch für ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie, ich weiß nicht warum. Also ich freue mich, aber ich weiß nicht, warum mich das dann so beschämt, wenn ich dann sage so, ey Jungs, ich glaube, ich werde mir jetzt irgendwie so investieren oder so, was eigentlich voll geil ist, aber irgendwie beschämt mich das auch. Vielleicht, weil ich einfach an die Zeit, ich denke einfach an die Zeit zurück, wo ich gar nichts hatte, Digga. Und ich sitze halt hier und rede darüber. Und ich kann verstehen, wenn die Leute irgendwie sagen so, ah, voll abgehoben. So, und ich verstehe das ja dann, aber im Endeffekt vergesse ich nie, wo ich herkomme, so. Und dann denke ich wirklich darüber nach, das nicht zu sagen. Weißt du, was ich meine? Und das ärgert mich dann, dass ich so eine Minute darüber nachgedacht habe, soll ich das wirklich sagen, dass ich das vorhabe? Weil das könnte ja uncool ankommen. Das habe ich noch nie... Fühle ich aber. Ey, ich bin ganz ehrlich, fühle ich irgendwo... Also liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt hier... Ich bekomme ja jetzt nicht so extrem viel Geld, ne? Also er macht halt schon krass viel Geld. Aber gerade wenn du halt jetzt Investitionen machst, teure Investitionen, so, dann überlegst du als YouTuber, als Streamer dreimal, ob du jetzt sagst, dass du dir das und das kaufst, weil du Angst hast, dass die Leute das nicht mögen, für was du das Geld von denen ausgegeben hast. Ne, wenn die jetzt sagen, ja, hier, ich spende dir jetzt 50 Euro oder so, dann wollen die natürlich, dass das in den Stream mitgeht, das Geld, oder dass er, was weiß ich, irgendwas kauft. Aber halt in eine Uhr ist halt immer noch mal eine ganz andere Geschichte, die halt einfach 100.000 Euro kostet. Deswegen, ich kann auf jeden Fall seine Sorgen verstehen, aber ich finde es gut, dass er offen kommuniziert. So, ich bin auch so, ich kommuniziere auch alles offen, was ich hier so hab. Wisst ihr ja mittlerweile. Und von daher, ich denke, dieser reale Weg macht dich halt auch um einiges authentischer, würde ich fast sagen. Als wenn du immer nur das und das versteckst und das versteckst und das versteckst und nicht drüber redest, einfach um dann später vielleicht Profit zu ziehen. Keine Ahnung, Mann. Deswegen habe ich auch gestern zum Beispiel einen Stream gemacht, wo ich auch mal komplett drüber geredet habe, was meine Einnahmen sind, wie viel das ist im Jahr. Ja. Ist halt einfach so. Ich habe damit kein Problem, das zu sagen, beziehungsweise ich hatte ein Problem, das zu sagen. Real Talk jetzt. Ich hatte ein Problem, das zu sagen. Ich habe gestern das erste Mal darüber geredet, dass ich mit Twitch so und so viel Geld gemacht habe oder dass ich mit, also bei YouTube wissen es das schon die Leute, kann ich offen kommunizieren, habe ich dieses Jahr 1.800 Euro insgesamt bekommen. Das ist echt wenig, das sind 200 Euro im Monat durchschnittlich. Und auf Twitch waren es
6.800 Dollar, glaube ich. Ja. Und dann kommen nochmal Spenden im Wert von 5.000 bis 6.000 Euro rein. Also es ist auf jeden Fall echt krass, was man sich... Also es ist halt wirklich ein guter Nebenverdienst. Ich muss aber auch sagen, dass das hier alles mega viel Geld gekostet hat. Das ganze Zimmer mega viel Geld gekostet hat. Und dementsprechend auch das Geld relativ schnell wieder weggegangen ist. Naja, auch genau das, was ich sage. Weil ich immer real bleibe. Weil ich bin immer, keine Ahnung. Aber Kevin, auf jeden Fall. Schäm dich nicht, du hast ehrlich verdient. Das ist wirklich lieb von euch. Das ist wirklich lieb von euch, aber vielleicht kann man das ein bisschen verstehen, Digga. Vielleicht kann man das ein bisschen verstehen, so dass... Ich habe so ein schlechtes Gewissen irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Digga. Keine Ahnung. Vielleicht geht da... Also ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, Digga. Genau, so da, genau, Timotrix. Ich habe Angst, dass das... Das war ein guter Satz gewesen. Guck mal, er hat geschrieben, nicht flexen, einfach real bleiben. Guck mal, das Ding ist, natürlich... So flex ich ab und zu so, weißt du, wenn ich mal so die Aussicht poste mit der Uhr oder so, einfach weil ich halt voll stolz drauf bin, dass das so ist, weißt du, ich meine. Aber ich habe einfach Angst, dass das zum Beispiel mit der Uhr jetzt so rüberkommt, als würde ich damit flexen wollen. Im Endeffekt, so ja, ich habe das Geld, ne? Ich sage euch auch mal, wie viel ungefähr ich im Monat mache, so. Ich habe einfach jetzt gespart, letztes Jahr mein ganzes Geld auszugeben, dieses Jahr wirklich am Sparen auf die Wohnung schräg durch Haus. Und ich denke mir halt, okay, ist halt irgendwie dumm, das Geld einfach auf dem Konto rumliegen zu lassen. Also ich würde dafür natürlich auch nie ein Auto kaufen, weißt du? Weil ich euch immer gesagt habe, ich könnte mir theoretisch jetzt eine S-Klasse AMG oder so holen, aber das Geld ist halt weg, weißt du, ich meine? Das ist halt Scheiße. Und ich habe halt Marc Gebauer geschrieben, hey, pass auf, ich will mein Geld anlegen in eine Uhr, damit ich es auch nicht ausgeben kann. Also ich kann euch sagen, wenn ich zurückdenken könnte, in das letzte Jahr hätte ich zu meinem anderen Kevin, ich gesagt, so mäßig, ey, Kevin, kauf dir jeden Monat eine Rolex-Uhr, damit das Geld nicht weg ist, weißt du? Weil ja, das ist schon gestört auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, der macht halt krass viel Geld. Also er könnte sich jetzt gerade eben einfach so einmal einen AMG holen wahrscheinlich. Das ist so gestört, so, also das ist eine Relation, das ist heftig. Also kann ich es ja nicht ausgeben, weißt du? Ja, also ich hätte letztes Jahr jeden Monat einfach mir eine Uhr kaufen sollen. Und die dann einfach jetzt verkaufen sollen, dann hätte ich deutlich mehr Geld. Aber wie gesagt, ich habe halt jetzt letztes Jahr angefangen zu sparen. Ja, hörst du zu sehen. Immer alles öffentlich machen kann sehr schnell hinten losgehen in der heutigen Gesellschaft. Der Erfolg kommt durch Ehrlichkeit und Society gegönnt. Also, ich glaube, Real Talk, wenn ich mich entscheiden kann, zwischen einen auf normal machen oder immer real bleiben und dafür eventuell entscheiden, wenn ich mich entscheiden könnte, zwischen einen auf normal machen in der Öffentlichkeit und dafür von jedem gemocht werden oder so sein, wie ich aktuell bin und dafür echt oft irgendwo anecke, weil Leute viele Sachen einfach missverstehen, muss ich einfach sagen, bleibe ich lieber einfach, wie ich bin, Digga, und hab da meinen engen kleinen Kreis, also meinen Kreis so, meine Bubble, Digga. Ich will auch einfach in meiner Bubble drin bleiben, so, weißt du? So, ich fühle mich hier wohl mit euch. So muss das sein. So, wenn ich euch sage, ich gehe ins Oceans, Digga, dann feiert ihr das, Digga. Wo 100.000 andere bei Twitter sagen, was für und so. Aber ich will das gar nicht hören. Ich will einfach nur gucken, wie euch ja mitfreut. Die anderen, Digga. Gut, Thema erledigt. Was ich übrigens übel krass finde bei ihm, ist der Schuh. Der dreht sich die ganze Zeit so hin und her. Wie geil ist das bitte? Das ist ein Schuhdreher, Leute. Danke, Jungs. All in all nochmal einfach, dankeschön. Jungs, ich muss sagen, es ist der 26.04. und ich sehe gerade, wir haben, also es ist unglaublich, Alter. Bei diesem Monat wurden ja auch nicht wirklich, letzten Monat hatten wir dieses Placement gehabt von Raid, wo 2000 Subs verschenkt worden sind und auch generell ganz viele verschenkte Subs. Diesen Monat wurden auch viele verschenkt, aber nicht so geistes. 2000 Subs wurden dem geschenkt. 2000 Subs, das ist für ihn, wenn man das jetzt mal ohne die Partnerschaft, die berücksichtigen wir jetzt mal nicht, sondern nur als Affiliate, sind es alleine 5000 Euro bei 2,50 Euro pro Sub. Sind das allein 5000 Euro, was denen an Subs geschenkt wurde. Ich muss auch sagen, Subs ist auch bei mir, also verschenkte Subs sind bei mir am krassesten, zumindest letzten Monat, jetzt diesen Monat wahrscheinlich eher weniger, weil... Man kann nicht, also Alexi Hauser hat zum Beispiel letzten Monat 112 Subs rausgehauen, den Patrick hat zum Beispiel letzten Monat 30 Subs rausgehauen. Das ist halt echt insane. Ich kann mal gucken. Ich habe jetzt die letzten 30 Tage vom 9. August bis zum 7. September 772 Dollar eingenommen. Das ist für meine Verhältnisse mittlerweile auf Twitch, dafür, dass ich so die letzten Monate auch durchgezogen habe, ist das bei Weitem nicht viel. Das ist so meine geringste Einnahme, die ich seit langem hatte. Ich hatte sogar mal hier 1.800 Dollar im... Wann war das? Ich habe 1.800 Dollar im Juni eingenommen. Ja, und jetzt mache ich gerade nur 770 Dollar. Das ist halt mega wenig. Liegt aber auch einfach... Also mega wenig, ne, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber liegt halt einfach daran, dass ich momentan durch den Umzug echt gestresst bin. Und meine Reichweite geht gerade auch ein bisschen runter, was Twitch anbelangt. Aber
Ich sag mal so, lag jetzt natürlich auch am Sommer, dementsprechend, ich bin gehypt natürlich jetzt auch auf die nächsten Monate, habe ich richtig Bock drauf. Und ja, durch das Zimmer und durch den Umzug wird es halt alles nochmal gerade Premium nice. Es krank viele, wie zum Beispiel letzten Monat. Ich sehe gerade, wir haben diesen Monat, wir haben den 26. April und wir haben 4.908 Subscriptions. Holy shit. Danke dafür, Jungs. Das heißt, wir haben, also ihr wisst, Ziel war immer von mir, jeden Monat einfach 3.000 halten. Wir King. Wir sind aber 2.000 drüber. Also fast 2.000 drüber. Am 26. April. Also wir haben morgen noch, den 28. noch, den 29. und den 30. Also vielleicht kommen wir so auf 4, 5 oder so. Also 5.500 oder so, wäre schon geistkrank. Sind da Verschenkte dabei? Verschenkte, also ohne verschenkte Subs kann ich euch sagen, sind wir kurz vor 3.000. Also also mein Ziel, 3.000 Subs zu halten, haben wir komplett ohne Subgifts erreicht. Das ist schon. Das sagt er übrigens, währenddessen er gerade eben 6.121 Subs hat. Ey, das ist so insane. Echt King. Bin ich sehr stolz auf Dinge. Also, und wie war Doni im April? Nike neigt das Donation diesen Monat. Also, oh, das würde mich mal interessieren. Schön, dass du fragst, als Top Donation des Monats mit 2020 Euro und auch Top Donation All Time. Donation war diesen Monat ein ganz anderes Level. Ein ganz anderes Level, Digga. Auch wegen Grape, vor allem auch wegen Grape Monest und ganz vielen anderen. Diesen Monat, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, ich habe noch nie so viel Donation, also weiß ich gar nicht. Also, meine Donations sind gerade, also sind diesen Monat so hoch wie ein bisschen weniger wie meine Twitch-Einnahmen. Also sozusagen habt ihr mir einen Monat Twitch geschenkt. Liebe geht raus, Jungs. Zahlen, Donations waren diesen Monat 15.000. Alter, 15.000 Euro. Damit, Xernis, Glückwunsch, du hast es richtig. 15.000 Euro. 15 fucking 1.000 Euro. Und 269 Euro. Bits waren diesen Monat 324.000. Das sind 3.000. 240 Euro bei 324.000 Bits. Sprich 3.200 Euro. Vielen, vielen Dank dafür, Jungs. Ach du Scheiße. Liebe geht raus, Digga. Dankeschön. Worte von vor genau einem Jahr. Ja, da macht er ja über 30.000 Euro im Monat. Ist das Ach, das ist ja übel gestört. Das ist ja übel gestört, Leute. In einem Jahr ist dein Twitch eh tot. Ich möchte gar nicht provozieren. Ich sag dazu gar nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, dass vor einem Monat zitiere ich jemanden, der gesagt hat, gib dem Jungen 2-3 Tage Hype. Da werde ich ihn vergessen. So auf eklig, so auf gib dem Jungen 2-3 Tage Hype. Neues Level erreicht. Ja, wirklich, ey. Guck mal, ich bin ehrlich, Jungs. Ich bin euch unendlich dankbar, Digga. Ich weiß gar nicht, wie ich das so zeigen soll, aber ich hoffe, das kommt auch einfach so rüber. Ich weiß es nicht. Server wieder da, okay. Das ist übrigens als Streamer ist immer eine schwierige Sache. Wahrscheinlich können das auch nur die Leute nachvollziehen, die selber streamen. Aber du hast, man hat wirklich keine Ahnung, wie man sich bedanken soll bei so hohen Beträgen, die teilweise gespendet werden. Oder generell bei Sachen, die gespendet werden. So, man denkt immer so, man gibt halt nichts weiter zurück. So, jemand spendet Geld, aber man gibt halt nichts zurück, außer halt ein Dankeschön und sowas. Das ist echt mega, mega schwierig, wirklich. Wir gehen wieder rein. Ich hoffe, man merkt das auch einfach. Ich weiß, ich kann es als Außenstehender nicht betrachten, ob man das merkt, aber ich hoffe, man merkt einfach, dass ich keiner so bin, der so denkt, so stabil bei mir läuft und alles so. So, ich bin wirklich ultra stolz, Digga. Ohne Witz, wenn ich davon leben könnte, und zwar gut davon leben könnte, dann würde ich auch komplett, dann würde ich so durchziehen. Ich glaube, dann würde ich Twitch und YouTube so des Jahrtausends durchziehen, dass es immer weiter steigt, weil das wäre halt was. Ich glaube, das wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Ich meine, der Traum ist jetzt schon zur Hälfte in Erfüllung gegangen, dass ich das nebenberuflich machen kann. So, das ist ja für mich schon ein absoluter Traum. Ja, aber das dann später so zum Eis ist ja absolut wild. Ey, Rocket Smile!